Hey Leute, willkommen zu Varro 3 mit mir, dem Daria, dem verzögerten Tumor. Hey Steg, verzögerter Tumor, bitte drück jetzt mal E und zeig's den Leuten, danke. Das ist bei mir top ist das da, schönes Texture-Bee, gerade der Manu angepasst. Es geht jetzt 15 Sekunden los, Leute. Nehmen wir Smallcast, wir haben ein bisschen Angst, aber gut, ansonsten. Was ist mit dem Blockabbau? Jetzt glaube ich. Nein, scheiße, zu früh. Ja. Hä? Ich kann sich abbauen. Nein! Doch jetzt. Jetzt, okay, diese anfängliche Version. Bin viel zu spät rausgekommen, geil. Oh Mann. Du springst, ey. Du springst. Ach ja, stimmt. Mann, wir haben ein bisschen nicht vergessen. So, links sind einige Leute. Wir können ja Batman kaputt schlagen. Mit unseren Fäusten. Dumm, ja, guck mal, wie weit die schon sind. Durch das. Ey, wir sollten springen. Wir sollten springen, ohne Mist, ey. Wir haben so einen Nachteil. Die können einfach ein Schwert craften. Wie nah die sind vor allem. Ja. Morcast, Alter. Der soll mal abhauen. Oh Gott. Okay, weißt du was? Nee, komm, das ist dumm. Lass nach links rüber. Wollen wir hier so? Links, ja. Geh nach links. Ja, okay. Dann sind die jetzt bei Morcast und haben da ihren Spaß. Wollen wir in den Wald gehen hier? Ja. Ich hab schon zu Manu gesagt, ich hab das Gefühl, dass dieses Varro irgendwie nicht lange für mich dauern wird. Naja, bist du mit mir im Team noch? Wo bist du? Bist du noch bei mir? Ja. Ich bin direkt vor dir. Ich hab halt Angst vor den Leuten, die jetzt schon Schwerter gebaut haben. Oh, ja, geil. Nido, ja, genau. Dena ist Dena tot. Ist aber gestorben, er wurde nicht getötet. Nice. Komm mit, siehst du mich? Ja. Okay, gut. Wir laufen halt gerade nicht mehr weiter weg. Ja, ich weiß. Duck dich. Sneak. Sneak und bau den Baum ab. Bau Bäume ab. Oh, ich hab auf Holz geklopft. Alter, was geht denn ab? Wieso baust du auf denselben? Ja, weil ich Angst hatte. Nice. Ich bin nicht so selbstständig wie du, Manuel. Ja. Sollen wir echt hier abbauen schon? Ja, es ist eigentlich echt dumm, glaube ich. Die können jederzeit hinkommen, Alter, was geht denn ab? Die rasten richtig aus. Die rasten richtig aus. Die können jederzeit hinkommen. Ja, ich weiß. Ich crafte jetzt erst mal, wenn das dumm ist. Auf Berkeley und graben uns ein. Ja. Du bist nicht gesneakt, ne? Nee, bin ich auch nicht, weil ich jetzt erstmal ein Schwert mache. Okay, ich gebe dir das Holz alles. Ich halte Ausschau, okay? Ja. Wenn ich schreie, sneaky, sneak, sneak, das ist das Codewort dafür, dass du sneaken musst, okay? Ich sneak schon. Ich hab nicht sneaky gesagt. Ey, ich würde am liebsten einfach. Wie Logo sofort reingestürmt ist und. Ich würde am liebsten einfach AFK gehen und hier warten. Ja, du bist crafted, das ist schon. Ah, das ist dumm, ich nehm nur einer. Ja, Turbination hat leider ein paar Internetprobleme. Okay. Ja. Das ist echt traurig. Wir haben eigentlich einen guten Platz hier, so ist es nicht. Ja, Alter, ich. Wir sneaken jetzt einfach 15 Minuten. Bau mal zu, mach mal irgendwas, Mann. Hier nimm mal die Spitzhacke und bau mal Stein ab und mach zu. Mach zu einfach. Mr. Morgame. Du ernsthaft, renn. Renn weg, nein, oder? Nein, die haben uns doch gesehen. Ja, nein, ich weiß es nicht. Glaubst du nicht? Dann lass uns weggehen. Hier rein. Lass uns wegsneaken. Also ich wäre jetzt eher für wegrennen gewesen, aber ich kann noch nicht mehr so lange rennen. Nein. Wollen wir hier runter? Das ist Skelett, ja, lass einfach. Also der erste Part ist erstmal Pussy hoch 10. Ja, weil ich aber keine Lust 800, habe zu sterben. Ja. Weil dieser Server ist halt nie so voll wie in der ersten Folge. Ja. Das heißt, da muss man so vorsichtig sein. Oh Gott, wie nah ist der denn? Die sind bei uns. Der ist bei uns, Sneak. Der ist voll nah. Scheiße. Sollen wir uns eingraben? Nein. Das hören die, ne? Warte einfach hier. Okay. Warte, wir Sneak. Wir sind so unfassbar nah. Wenn die uns sehen, sind wir halt tot. Kann man hier lang? Ich höre Lava. Lass uns hier. Sneak einfach nur noch. Wurde von lass dich einmal los. Hä, wollen wir hier weitergehen? Ernsthaft? Scheiße, ja, okay, nein, da ist nichts. Okay, dann bleiben wir hier. Wir bleiben hier. Ja, 15 Minuten warten wir hier. Oh fuck, wie nah die sind. Wenn die ein bisschen weiter vorbei. Weg sind, dann bauen wir uns ein oder so. Scheiße. Oder bauen uns zu. Wir müssen die eigentlich dann direkt töten. Dafür aber nicht. Boah, ich glaube, es sind schon 10 Leute oder so gestorben. Ja, mindestens. Sie gehen weg. Also, sie gehen weg. Den haben noch? Ja, warte. Ich glaube, die suchen uns, oder? Ich glaube, die suchen uns echt. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ah ja, ich kann dich nicht hauen. Kann man Kohle abbauen hier mit? Dann hab ich lass es einfach. Nein, das hören die doch, falls irgendwer in der Nähe ist. Echt? Auf die? Ja, nee, auf die. Aber keine Ahnung, wo hier noch ist. Weiß es nicht. Keiner. Okay, also man sieht also ich will jetzt gerade nicht, nur aber diese erste Folge ja, ich dann auch. Kann man noch mir ist spielen. Alles andere egal. Danach können wir auch rumrennen, YOLO King machen, aber ganz am Anfang möchte ich einfach erstmal gucken, dass es mir gut geht soweit. Ich habe auch echt keine Lust, da gerade hinzugehen. Nee, wir nicht. Können theoretisch die Erde nehmen und das einbauen. Ja, nee. Und dann hier. Ja, aber dann können wir hier weiterbauen, theoretisch. Also uns reinbauen. Ja, aber dafür haben wir nicht genug Holz, oder? Ja, bau dich mal da hinten ein. Also nicht ein, sondern Runter. Morgen sagt Lag. Lag? Oh. Ernsthaft? Warum laggt es? Die Welt ist vorgerendert worden, wurde mir gesagt. Bei mir laggt's nicht. Ich kann das locker abbauen. Wieso gehst. Ja, okay, dann bauen wir hier lang. Ich habe keine Spitzhacke. Ich habe halt da hinten Lava gehört, ne? Ja, egal, bauen wir hier einfach rein. Hier. Geradeaus? Ja, mach. Dann geh zurück. Hier eine Todesfalle locken? Alter, du willst mich in die Lava locken. Ja, mach. Guck doch zu. Okay. Mach mal mit Erde einfach. Du könntest auch mit Erde hinter uns zumachen einfach. Ich habe aber keine Erde.
dann baut er Erde. Vor allem Erde ist voll auffällig, wenn da Erde auf einmal davor ist, würde ich sagen. Auffälliger, als wenn der Weg frei ist und die herkommen. Das kann sein, aber wenn wir also schnieren. Rechts von uns ist Lava, ich habe richtig Angst. Ja, Grab! Ah, wie Mann, du dich die ganze Zeit lässt, Alter! Ja, ich habe Angst! Ich nicht, wieso baue ich das so mega langsam ab mit der Hand? Geheim-Block? Oh nein, vielleicht kommen da diese Kackviecher. Ich habe gerade Erde abgebaut und da kam Cobblestone raus. Ja, geil. Und das hat so mega lang gedauert, das hätte ich Cobblestone abgebaut ausmachen? Damit. Ich würde gerne gucken, was ich noch im Inventar habe, aber... Komisch, war ich mit dir. Das ist ein bisschen doof. Wir sneaken uns den Rest dieser Folge nicht mehr. Ich habe schon aufgehört zu sneaken, ich habe 9 Holz. 9 Holz, damit kann ich mir nochmal eine Workbench machen. Okay, wir sind halt immer noch relativ nah am Spawn, ne? Ist mir egal, ich crafte jetzt. So, hier ist die Workbench. Brauche ich nicht. Hast du Stein? Soll ich dir Stein geben? Nee, ist okay. Ja, obwohl Stein wäre ganz nett. Gib mal hier, nimm den Stein. Gib ruhig nicht alles, lass dir Zeit, damit ist okay. Hab alles gegeben. So, ich glaube, ich kann nicht entsneaken, aber immer nur. Und ich bin ein vorsichtiger Bursche im Gegensatz zu dir. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal etwas. Toles. Ne? Ja, grad mal weiter. Soll ich mich mal runtergraben hier, auch? Nimm die andere Spitze. Wie weit habe ich die denn jetzt gerade geschleudert, Alter? Du hast ganz schön Kraft. Ja. Deinen jungen, starken Händen. Hä? RLP. Kann das sein, dass das gar keine Erde ist, Alter? Ich kenne das TP halt auch nicht. Ja. Nee, das ist keine Erde. Ja, bau das mal ab und dann kommt da irgendwas anderes raus. Kobbel kann da raus. Ah. Haben wir halt beide Hexe, okay. Oder ich hab mich. Warum soll ich mich denn nicht runtergraben, Manu? Verstehe ich nicht. Nee, kannst du ja machen. So. Ja, das ist irgend so ein. Ach, Granit. Oh. Oh. Okay. Granit, Alter, ich kenne dieses Spiel gar nicht. Oh, wir sind Minecraft 1.8. Teruria. Ja, das auch. Ich hab. Oh Gott, gleich habe ich ein Level. Nice, Manu. Danke, mein Feen. Oh, ich hab Kohle gefunden. Ich auch. Angst, dass jetzt hier Monster spawnen, ne? Ich hab Level 1. Also wir sollten eigentlich mal weggehen und ist das alles unten, Granit? Geht doch nicht mehr raus. Uns Essen besorgen. Ja, in der ersten Folge, also ist mir wirklich egal, was ihr dazu sagt, Leute. Ich will auf jeden Fall nicht in der ersten Folge direkt kämpfen. Ja, echt nur. Ja, fühle ich nicht. Alter, seid ihr wahnsinnig? Seid ihr denn nicht? Ich fahre gemütlich meine Kohle. Hast du eigentlich den Weg irgendwie zugebaut? Ja, oder mit Granit. Ist ja relativ unauffällig, ne? Einen Granit-Tresor haben die uns gebaut. Ja, komm, ich geh mal weg. Ich geh mal weg, ja. Ich hab auch gehört, das ist aber nur ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Mir wurde mal gesagt, dass man für ein Like ein Steak bekommt im Leben. Und wenn man atmet und man bewertet, dann atmet man immer noch weiter. Sehr, sehr geil, so eine Art. Gleich eine Folge überleben. So ein Cookie-Clicker-Spiel. Die Leute klicken auf den Like-Button und wir bekommen einfach Erfahrung. Ja. Das ist ja geil. Das wäre ziemlich gut. Aber auch ziemlich unfair. Ich würde dieses feiern. Ich sneak nicht mehr was los. Ich hab's einfach nicht nötig. Niekst, Alter, wenn du stirbst. Dann bist du auch tot. Ich nicht. Ja, komm. Jetzt können wir auch wirklich das Ganze durchziehen. Wirklich. Ist dann keine spannende Folge, aber das soll doch gar nicht sein, Leute. Nö, natürlich nicht. Die soll besonders langweilig sein. Die ist auch eben. Das ist einfach mein Special an euch. Mein 1 Million Abonnenten-Special ist das nachträglich. Mittlerweile ist es halt auch echt so ein bisschen abgeklungen, ne? Der Blutrausch von den Leuten. Ja, klar, am Anfang, wo sie sich alle sehen. Ja. Aber es wundert mich. Auf jeden Fall eine nice Sache. Es wundert mich, dass die gerade bei uns waren. Also, Cast, Crafter und Moore. Ja, weil die quasi wieder zurück nach links gelaufen sind, ne? Waren die? Waren ja rechts von uns. Ach, rechts waren die. Nee, stimmt. Nee, dann macht's echt gar keinen Sinn, weil wir in die entgegengesetzte Richtung gelatscht sind. Grab weiter. Ja, eigentlich schon. Ich habe übrigens nur noch 2,5 Hungerkeulen, ne? So, mir geht's ziemlich gut. Echt? Ja. Krass, dass du dich bewegt. Kann man hier verhungern? Ziemlich krass. Bei hart? Nee, ich glaube nicht, nein. Halbes Herz. Okay, nice. Nächste Folge. Hast du mal Eisen gefunden oder so? Nee, ne? Ja, geil. Gar nichts. Kohle habe ich ein bisschen gefunden. Nice. Dann lass mich mal nebenbei noch, auf welcher Höhe sind wir? Ich weiß es nicht. Geil, jetzt habe ich Screenshot geöffnet, nice. Gemacht. Mach ein paar Screenshots. Sicher, Manuel. Wo bin ich denn hier? Ah, 45. Oh Mann, ey. Holy moly. Die ist in der ersten Folge, das sollte schon so das Ziel sein. Oh, hier ist eine Höhle, ich habe Eisen. Guck mal, komm, grabe ich, ey. Aber eine richtige Höhle, da würde ich aufpassen, ne? Ist mir egal. Wir wollen nicht wie der Typ enden. Ich glaube, so kann man gar nicht. Immer leck schreiben, Alter. Das hat noch gar nicht geleckt bei uns hier. Lol, Alter, okay, doch, geleckt. Doch, ja. Ja, ja, ja. Ja, und ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe Angst, dass hier Monster sind, Manu. Ich weiß nicht. Ja, egal, also, Creeper.
Geh zurück. Boah, geh zurück. Das ist ein Creeper, Manu. Bei das mir? Ist ein Ach so. Nein, komm doch. Ja, dann töte ihn doch. Da um die Ecke. Nein, Alter, bist du behindert? Alter, ja, es ist gefährlich, ja, einen Creeper einfach stehen zu lassen. Ja, deswegen, ich hau einfach ab. Wenn du durch diesen fucking Creeper stirbst oder die, also irgendjemand dadurch hört, raste okay. ich völlig aus. Okay, Monsterjäger, wow. Alter, wie das Geräusch noch so da ist, Alter. So richtig lange. Wie fühlt sich an, so einen mutigen Partner zu haben wie mich? Als ob ich den Monster, den Monster, als ob ich das Monster hier töten würde. Wirklich immer vor. Das, was sich gleich wegspringt. Mach mal einen Ofen. Ja, das crafte mal einen Ofen. Ich hab keine Workbench. Achso, stimmt. Oh. Jetzt hast du aber einen, ne? Wow, soll ich echt einen Ofen? Ja, craften? Crafte. Christoph Krachten. Du bist so witzig. Mach direkt zwei. Du bist so funny. So funny. Funny like. Aber sag mal, wie lange nehmen wir denn schon auf? Ich glaube, ah ne, 35 war es. Ja, okay, dann. Geh mal nach oben und. Zwei. Wow. Was wollte ich damit eigentlich? Ach, ich wollte Eisen brennen, ne? Wir haben gleich ein Eisenschwert. Okay, ich hab mich richtig erschrocken vor dem Licht. Vor dem Licht. Also ganz unauffällig zu mit Kobbel. Was sind das denn hier für Steine, ey? Richtig magisch. Richtig magisch. Oh, ein magisches magisch. Erlebnis für die ganze Familie, Leute. Bei Minute 11:42 war das magisch. Ich hoffe, die Zeit stimmt. Nee, kann aber eigentlich gar nicht. Ich weiß es nicht. Alter, wie viele Disconnects hast du denn? Ich finde das richtig frech von Tobi, Alter. Ja. Tut mir leid. Eine dreiste Geschichte. Unfairer Vorteil. Soll ich mal ein Eisenschwert machen, Manu? Ja, mach. Nicht nur eins, sondern zwei, danke. Mein Holz. Nice. Auch schön. Ich baue mich gerade nach unten, oh. Gerade. Den Nendo. Wow. Gerade nach unten? Ja. Gut. Nee, natürlich cool. Nicht, Alter. Ja, hast du noch Holz, was du mir geben kannst? Ja, das ich bin hier gerade in einem Loch, voll geil. Exquisit. Exquisit. Ich würde dies durchaus gut heißen. Ich glaube, ich kann mir schon eine komplette Rüstung bauen, ey, weil ich so krass bin. Eni ist gestorben. Ich sehe nicht ein. Ja, und willkommen. Ich bin gestorben. Willkommen. Jetzt noch ganz schön weiter. Ich mach uns beide ein Schwert, ne? Hier. Mach das mal. Cool. Aber es wäre, ich hätte ganz gerne auch Fackeln halt. Nee. Danke der Nachfrage. Das merke ich mir. Ich werde mir gleich erstmal eine Brust craften, ne? Ja klar, Manu, natürlich. Es wäre so geil, wenn ich die Einstellung gerade falsch einschätze und ich jetzt gleich einfach verhungere. Das wäre ultra witzig. Hast du wie viele ich hab Keulen alles. Hast du noch? Nee, ein ganzes noch, eine Hungerkeule. Ich habe noch drei, ich weiß nicht, wie du es geschafft hast. Weil du gesprungen bist. Ich bin am Anfang gesprungen, ja. War da gerade Name? Nee. Glück dich mir lieber. Ich habe keine Ahnung gesehen. Einfach Sachen haben. Okay, oh, also, das Hand of Blood Team ist auch schon komplett draußen. Nice. Diamanten, nice. Genau. Grab mal da links die Scheiße kaputt. Hier ist Eisen. Ja, mein ich ja. Ich glaube, ich hole mir lieber das Eisen, ne? Ja, mein ich ja. Alter, das sieht aus wie so eine Treppe, die jemand gebaut hat. Ja, vielleicht war ja auch jemand. Wäre so witzig, wenn ich hier durch ein Monster sterbe in der ersten Folge. Ja, richtig. Ich fände es durchaus funny. Ich würde sagen, lol. Ah ja, genau. In Varo 1 und in Varo 2 habe ich immer mal wieder ganz so aufwendig, dass die Helligkeit erhöht von dem Spiel. Also für euch im Nachhinein, damit ihr mehr sehen könnt. Und das sah dann auch ein bisschen hässlich aus und so. Und dann haben jetzt vorhin nochmal Leute in die Config geschrieben und gefragt, ob das klar geht. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir den Gamma-Wert auf 3 erhöhen können. Intern in der Options.txt. Und dadurch können wir jetzt Sachen sehen. Das ist sehr töfter. Deswegen ist es jetzt ein bisschen heller, auch ohne Fackel. Ja. Aber das soll nicht trügen. Gefährlich. Die kommen immer noch dich rügen. Was? Ja, aber Großvater es ist schon sehr gefährlich, weil, ne? Ja. Ja, da ist mein wegen den Monstern, die. Du weißt schon. Du hast noch ein bisschen Eisen. Robination, ist gestorben. Bin ich behindert? Dem er 80 Mal Disconnect hatte. Hä, bin ich behindert? Das war eine richtig geile Folge für ihn. Was denn? Okay, ich verstehe gar nichts mehr. Ach, ich hab's gar Wo nicht. Bist du? Ach, wegen der Leck wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus, oder was war das jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Ich bin wieder zurückgegangen. Ja, ich sneak auch langsam zurück. So, ich habe eine Brust. Okay, cool. Ich habe noch 10 Eisen dabei, das heißt, ich kann mir auch eine Brust machen. Okay. Ich krieg Schaden! Ah! Nein, ist das Eisen, ist die Kohle. Komm, Alter, weißt du, was wir machen müssen, leider? Du musst alleine rausgehen und Essen holen. Und zwar jetzt sofort. Nein, wir haben nicht mehr so viel. Du wirst nicht sterben. Ich weiß es nicht, nicht hundertprozentig. Aber das seht ihr natürlich in der nächsten Folge, Leute. Alter, ist das dumm! Soll ich dein Leiden beenden? Ja, mach. Töten? Ja, hol mal Lava. Soll ich dich steinigen? Ich muss mir jetzt ist doch Steine, ist Granit. Ja, richtig dumm, ey. Dann stell mal irgendwie was S hier. Nicht dummer Charakter. Warum krieg ich keinen Schaden? Du schützt dich. Ich
Ich krieg keinen Schaden mehr. Bist, der weiß, leckt wahrscheinlich wieder. Ah ja, oh lol, ja, okay, nice. Nice. Nein, du stirbst dadurch nicht. Bin ich mir, außer die haben irgendwas eingestellt, was man nicht hätte einstellen dürfen sollen. Scheiße, Mann. Wäre so witzig, wenn du einfach nach so einer lamen Folge verhungerst. Okay, ich hab eine Idee. Also keine Essensidee, sondern etwas, was uns sicher macht. Warum ist da auf einmal so Licht angegangen? Alter, ich habe so Angst. So, weißt du, was du jetzt machst? Bau alles ab, was nach uns aussieht. Und hol da zwei Steine raus. Die Folge ist jede Sekunde vorbei. Ja, egal, ne? mach schnell. Hol da zwei Steine raus. Bau die Öfen ab. Ich will mich nicht mehr bewegen. Ich komm zu mir dann. Und jetzt? Ja, komm dann zu mir, alles, wenn du die Öfen hast. Ja, ja. Scheiße, Alter. Oh, das ist witzig, wenn da jetzt gleich der Screen steht. Nein! Und das war die... Ich bin behindert, obwohl ich voll toll bin, ja. Ist das dein Ernst? Warum? Auf was ist der Server eingestellt, hä? Das ist doch nicht wahr. Okay, oh, nice. Leute. Ist der auf Hardcore genau eingestellt jetzt oder so? Wurden alle ein Gegner ist zu nah, du, ich kann ja nicht gekickt werden. Hä? Ja, ich verstehe gerade nicht, weil auf Hard, das hatten wir mal. Das, schön. Das hatten wir mal bei Varo 1, glaube ich. Mor hatte kein Essen mehr. Ja, ja, und dann hat er sich dann ausgelockt oder so. Hat sich dann ausgelockt, aber er wäre gar nicht gestorben. Das haben wir dann extra nochmal überprüft. So, ja, die Aufnahme ist schon ein bisschen länger her. Ich bin zwar immer noch depressiv und suizidgefährdet, aber okay. Und ich dachte durch den Vorfall bei Varo 1, dass man eben nicht daran sterben kann. Hab zwar am Ende jetzt gerade nochmal Panik geschoben, aber im Endeffekt war ich mir doch relativ sicher. Das ist einfach ein bisschen doof gelaufen, würde ich mal meinen, ne? Ja, schon ein bisschen. Aber egal, das guck ich einfach nochmal. Ich glaube, ich springe sollen am Anfang. Ja, das hätte aber nicht viel geändert, denn du kannst auch noch sterben. Ja, ich hab noch zwei Hungerkeulen. Nächste Folge hol ich mir einfach was zu essen. Ja, ich würde sofort rausrennen an deiner Stelle. Gut, warum dann kann ich nicht gekickt werden, wenn Gegner zu nah ist? Wenn ich jetzt dadurch verhungere? Ist echt. Das wäre so lustig. Das wäre natürlich witzig, wenn jetzt auf einmal einer irgendwie über dir ist oder so und. Hab ich deine Sachen aufgesammelt? Isen und ich sind Gegner. Ja, okay, geil. Noch ein Fehler. Ja, egal. Ich beende dann jetzt hier den Part. Bewertet den und sehen wir uns beim nächsten Mal. Baro in 100 Jahren, ne? Baro 4. Tschüss, Leute. Bis dann. Ach, Leute.